Hallo und willkommen zurück bei IDs Spielekiste. Heute wieder mit einem neuen Video aus der Reihe Brio World. Wie ihr seht, haben wir heute etwas Besonderes vor. Ich habe hier mal alle Züge, die in dem Spiel zurzeit verfügbar sind, aufgereiht. Nur warum habe ich das gemacht? Naja, euch ist doch sicher auch schon aufgefallen, dass die Züge unterschiedlich schnell fahren. Und heute möchten wir mal rausfinden, welche Züge die schnellsten sind und welche die langsamsten. Dazu habe ich sie wirklich alle nacheinander in der Reihe aufgestellt, genauso wie man sie im Baumenü bauen kann. Also wir fangen mit dem blauen an und haben wirklich einen Zug von jeder Sorte oder eine Lok von jeder Sorte hingestellt. Momentan schauen sie noch in Richtung dem Prellbock, aber wir werden sie dann gleich umdrehen und mal sehen, wie schnell sie wirklich sind. Gut, lasst uns anfangen. Wir gehen mal ins Baumenü und lassen mal alle in die richtige Richtung zeigen. Ich muss nur darauf achten, dass ich bei denen, die mit einem Männchen besetzt sind, nicht das Männchen raushebe, sondern auch wirklich den Zug umdrehe. So, hier geht's weiter. Die letzten paar noch. Wie ihr seht, ich habe hier einfach eine gerade Strecke vom einen Ende der Karte bis zum anderen gebaut. Gut, würde sagen, dann lasst uns doch einfach gleich loslegen. Auf die Plätze, fertig, los! Puh, natürlich bekomme ich gleich eine Belohnung, wenn so viele Züge losfahren. Da muss man schnell sein. Speziell die elektrischen Loks sind schon sehr, sehr schnell. Aber, wie ihr wahrscheinlich auch schon erkannt habt, alle elektrischen Loks fahren gleich schnell. Also zumindest diese Modelle hier. Die sind genau zum gleichen Zeitpunkt angekommen. Die einzige langsamere elektrische Lok ist hier die rote vom Güterzug. Gut, und hier die blaue auch noch. Das ist auch ein Güterzug. Wir sehen hier, das ist die zweite Reihe von Loks, die ankommt. Dann haben wir noch eine dritte Modellart. Die hier fahren alle gleich schnell. Und jetzt kommen unsere Nachzügler, die älteren Dampfloks. So, jetzt sind auch die angekommen. Also wir haben gesehen, es gibt vier unterschiedliche Geschwindigkeiten. So, jetzt probieren wir das Ganze rückwärts auch noch aus. Nun, wie machen wir das jetzt, dass die alle gleichzeitig wegfahren? Da bedienen wir uns einen kleinen Trick. Und zwar werden wir einfach kurz hier ein Stück von der Strecke abbauen. Das ist zwar ein bisschen Aufwand, aber nur so können wir sicher sein, dass wir alle gleichzeitig rückwärts losfahren lassen. Ich muss ja bei jedem Zug erst einsteigen und den Hebel auf rückwärts stellen. So. Rückwärts. 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 Jetzt warten sie alle, weil natürlich ihre Strecke aus ist. Hier noch, den habe ich fast übersehen. Sind schon ganz schön viele Züge. Es sind 21 Stück. So, alle stehen bereit. Dann gehen wir ins Baumenü. Während wir im Baumenü sind, ist natürlich wieder die Zeit angehalten. Und jetzt bauen wir überall das Streckenstück wieder ein. Und wenn wir dann wieder in das normale Spiel reingehen, dann fahren alle gleichzeitig los. Damit kein unfairer Vorteil für irgendeine Lok. Da brauchen wir noch ein paar Stückchen. So, das Rennen kann beginnen. Und los geht's. Und wieder die vier Elektroloks sind mit dem Affenzahn unterwegs.
und werden das Rennen haushoch gewinnen. Und sie sind schon da. Gucken wir mal. Auch rückwärts sehen wir genau dasselbe Bild wie vorwärts. Es gibt wieder 4 verschiedene Geschwindigkeiten. Ja. Jetzt könnt ihr natürlich noch sagen, ich habe vorhin nicht alle Loks auf volle Geschwindigkeit gestellt. Also lasst uns auch das noch schnell probieren. Ich gehe wieder ins Baumenü. Entferne wieder ein Streckenteil. Hier noch, da noch. So, dann gehen wir wieder ins Spiel. Gehen alle Loks durch und stellen sie auf Volldampf. Volle Fahrt voraus. Aber ich habe dich übersehen. Bei den meisten sieht man sie eh schön, weil sie ein Stückchen vorausfahren können. Und wieder ins Baumenü. Ich hoffe, die bleiben auf Volldampf gestellt. Wir werden es gleich herausfinden. Wir bauen unser Streckenteil wieder ein. Zack, zack, zack. Und hier noch was und da noch was. Gleich haben wir es wieder. So, da. Das letzte ist geschafft. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jetzt muss ich aber schnell sein, damit ich da überhaupt mitkomme. Ich würde sagen, ja, die sind noch auf Volldampf gestellt. Und wir haben genau dasselbe Bild wie vorhin. So. Könnt ihr natürlich sagen, wir haben keine Waggons dranhängen. Machen vielleicht die Waggons einen Unterschied? Sind manche Züge stärker, manche schwächer? Das gucken wir uns doch auch gleich noch an. Da habe ich euch da am anderen Ende der Karte was zum Testen gebaut. Das sind 2 genau gleiche Strecken mit Kurven und einer Rampe. Die sind wirklich ganz genau gleich lang. Und ich würde sagen, da stellen wir jetzt auf einer Seite, wir nehmen beide mal diese blaue Lok. Eine von den schnelleren. Nehmen wir hier eine von unseren Dampfloks. So, die eine schicken wir ohne irgendwas los. Ups, nicht die Strecke umbauen. Und dann bauen wir uns nochmal so eine Dampflok. Und da packen wir jetzt 3 Waggons dran. Und da packen wir Steine rein. Das müsste schön schwer sein. So, die stellen wir hierher. Andere auch auf dieselbe Höhe. Ihr seht, die stehen genau an der gleichen Stelle auf ihrer jeweiligen Strecke. Dann lassen wir sie mal losfahren und schauen, ob es einen Unterschied macht. Ich würde sagen, bis jetzt sind sie noch relativ gleich auf. Dann bin ich mal gespannt, ob wir einen Unterschied merken. Im Moment sieht es für mich mal nicht so aus. Auch die mit den 3 Waggons ist genau auf der gleichen Höhe. Schauen wir mal, vielleicht bei der Schleife, vielleicht beschleunigt er nachher die ohne Waggons schneller.
um die letzte Kurve. Sie sind immer noch gleich auf. Aber jetzt vielleicht bei der Rampe. Vielleicht tut sich da die mit den Waggons schwerer. Wir haben den Zieleinlauf. Und ich würde sagen, es ist relativ klar. Ja, es ist eindeutig. Die sind genau gleich angekommen. Also es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt Waggons dranhängen haben oder nicht. Jetzt haben wir noch den letzten Versuch. Ich habe hier 3 Strecken aufgebaut. Moment, ich nehme mal kurz meine... Ja. Achso, den hätte ich eigentlich da lassen können. Ja, tun wir mal die Züge nochmal weg. So. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe hier jedes Mal eine Rampenstrecke mit ganz vielen Auf- und Abs. Und eine gerade... Also, da möchte ich auf einer einen Zug ohne Waggons fahren lassen, auf einer einen Zug mit Waggons. Und dann habe ich noch parallel dazu eine Strecke ganz ohne Steigungen. Gucken wir mal, ob die Steigungen einen Unterschied machen. So. Wir nehmen wieder unsere Dampflok. Einmal ohne Waggon. Dann nehmen wir eine Dampflok mit Waggons. Dann stellen wir da noch eine Dampflok rein, auch wieder mit Waggons, für die gerade Strecke ohne Berge. 1, 2, 3 Waggons und auch die beladen wir wieder mit Steinen. So, was denkt ihr, welche kommt zuerst an? Die unbeladene auf den Bergen, die mit 3 Waggons auf den Bergen oder die mit den 3 Waggons auf der flachen Strecke. Ja, lasst uns rausfinden. Auf die Plätze, fertig, los! Also ich würde mal sagen, die mit Waggons und die ohne Waggons, diese beiden hier auf der Bergstrecke, die sind völlig gleich auf. Aber es sieht so aus, als wäre die Lok auf der flachen Strecke leicht vorne. Und je länger die Fahrt dauert, desto klarer sieht man, dass die Lok auf der flachen Strecke vorne ist. Wir haben noch 2 Hügel. Ja, jetzt wird es schon sehr eindeutig. Der letzte Hügel. Die Lok auf der flachen Strecke ist angekommen. Und jetzt die beiden von der Hügelstrecke gleichzeitig. Also wir sehen, es macht keinen Unterschied, ob und wie viele Waggons man dranhängen hat. Aber sehr wohl macht es einen Unterschied, ob wir Hügel in der Strecke haben oder nicht. Das liegt daran, dass die Schienen, die diese Rampe bilden, wenn man sie flach, ganz flach drücken würde auf dem Boden, dann wären sie länger als die, die nur flach da liegen. Und darum muss der Zug weiterfahren und darum braucht er auch länger. So. Somit haben wir eigentlich die Frage über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten geklärt. Ich hoffe, es war für euch interessant und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei IDs Spielekiste, wenn es wieder ein neues Video aus der Serie Brio World gibt. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal!